Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video aus neuer Perspektive. Und zwar ist das ein etwas chaotisches Video und es wackelt wie verrückt, tut mir leid. Aber ich sehe so dünn aus, finde ich. Und zwar, hier zeige ich euch ein paar Schals, Tücher, Taschen und wie man die am besten aufbewahrt. Also wie ich die im Moment aufbewahre und habe einen kleinen Spartipp für euch. Weil sparen, sparen über alles. So, ich nehme euch mal mit. Vielleicht bin ich aus dem Bild verschwunden, sorry, aber... Und zwar, das hier ist das Chaos, das im Moment hier herrscht. Das ist meine Tür, Taschentür und Schalstür, meine Ausgangstür. Hier hängen im Moment meine ganzen Schals und Taschen, die so im Moment im Umlauf sind. Und ich finde es ganz gut, dass man alles auf einen Blick. So, und ich zeige euch mal das Geheimnis, was dahinter steckt. So, ist das diese... Ich nehme es mal zur Seite. Aufhänger hier. Ich tue den mal. Dreh den mal um. Oh Gott, sorry. Oh, es wird das schlechteste Video aller Zeiten, aber so kann man es auch hinstellen. Wenn man es umdreht, sieht es ganz ordentlich aus. Genau, da sind die ganzen Schals und Tücher, die ich habe. Und zwar ist das hier. Dieses Teil. Wo ist das denn? Da war ein Namensschild. Genau, Kompliment heißt das. Da oben sieht man es. Andersrum natürlich, supi. Das Teil heißt Kompliment von Ikea und es kostet, glaube ich, 4 Euro oder 4,50 sowas um den Dreh. Da kann man halt ganz schön die Schals und Tücher hinhängen, reinstecken und so hat man das quasi alles auf einen Blick. Oh, es wird voll das doofe Video, ich weiß, aber der Spartipp ist es mir wert. Die sind im Moment bei Ikea zu kaufen seit einer längeren Zeit, aber was im Moment reduziert ist, also bei meinem Ikea hier um die Ecke war das reduziert, ist diese Taschenaufbewahrungsmöglichkeit, nenne ich das mal. Das ist dieses Teil hier, das ist so ein Teil zum Hinhängen, so an der Seite sieht man es. Es hat da überall solche Haken und an die hänge ich so im Moment meine Taschen hin, die so gerade im Umlauf sind, die ich halt am meisten benutze. Dann hat man die quasi auf einen Blick. Kann die dann quasi so vom Haken nehmen und lalalala durch die Gegend laufen. Und so sehen die Dinger aus. Die kann man dann an der Tür befestigen, da oben. Und kann die auch wieder entfernen, indem man die dann quasi abmacht. Also ist das nichts für die Ewigkeit. Und die passen an jede Tür. Weil oben hängt man die halt feste und hier unten, oh, ist total verwackelt, sorry. Und hier unten kann man das einfach locker lassen, wenn man eine ganz lange Tür hat oder man kann das verstellen mit diesen Schlaufen, wenn man das unter die Tür schieben möchte. Aber ich halt so ein bisschen empfindliches Laminat habe, wollte ich das nicht durch die Tür schieben, damit die diese Teile keine Kratzer entstehen lassen. So. Kompliment heißen die Teile, genau hatte ich genannt. Und das hier, achso, das war reduziert auf 1 Euro, von 4 Euro auf 1 Euro. Und das geht. Man kann sich natürlich mehrere holen, weil man quasi die ganze Wand voll. Aber ich habe jetzt eins gekauft, um das erstmal auszutesten. Und zweitens, um so die ganzen Taschen, die man im Moment im Umlauf hat, aufhängen zu können. So, sorry für das verpeilte Video, aber es geht nicht anders. Tschüss!